In den früheren Jahrzehnten war der Dätscher aufgrund seiner einfachen Zutaten ein Arme-Leute-Essen. Auch die Butter war vor allem in den Kriegsjahren Mangelware und so wurde der Dätscher nur mit Milch bestrichen. Traditionsgemäß isst die Familie gemeinsam aus einer großen Schüssel und trinkt dazu seit Jahrzehnten Malzkaffee. Leider spielte der Wettergott diesmal nicht so mit. Ja, wir sind heute hier zum traditionellen Dätscherfest auf dem Saalfelder Marktplatz und werden wie immer unseren Rundgang machen und die Besucher mal fragen, wie die Dätscher denn geworden sind im Jahr 2022. Der Feuerwehrverein Saalfeld, hier brennt's. Wir geben uns Mühe, dass das nicht ist. Wir geben uns Mühe, dass es nicht gibt. Ihr habt ja mit Brandschäden und so Erfahrungen, gell? Verbrennen euch öfters auch mal die Dätscher hier? Sollte nicht passieren, sagen wir mal so. Feuerwehrverein ist natürlich was ganz Wichtiges in Saalfeld. Wie sieht es bei euch mit Nachwuchs aus? Schlecht, wie überall auch. Also könnte man hier eine Werbung machen? Ja, natürlich. Wer Lust hat an Jugendlichen, ist immer gern gesehen. Wo muss er sich dann hinwenden? Am besten freitags um 17 Uhr direkt in die Bollwitzer Straße 7. Feuerwehr. Zur Feuerwehr. Ne? Eure Zentrale dort, ja? Genau. So, jetzt schauen wir mal. Hier sieht es aber sehr, sehr verbrannt schon aus. Wenn wir mal hier auf den linken Dätscher schauen. Ist noch ein junger Mann, er sammelt noch Erfahrung hier am Dätscherstand. Macht er nicht. Sind 6 Jahre lang dabei. 6 Jahre schon dabei, ja, die Aufregung. Ja. Ist keine Aufregung, alles gut. Wie viele Jahre macht ihr das hier schon? 6 Jahre? Also ich mache es 6 Jahre mit. Schön, dass ihr hier so tätig seid. Ehrenamtlich auch, ne? Ehrenamtlich, jawohl. Dann wünschen wir euch weiter viel Spaß, dass es klappt. Dankeschön. Wir geben uns alle Mühe. Und wir hoffen, dass es ein bisschen mit dem Nachwuchs dann noch wird. Ja, hoffen wir, die Hoffnung geben wir nicht auf. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt schauen wir mal zur Kreissparkasse Saalfeld. Einen schönen guten Tag. Haben Sie denn schon den Spardätscher hier probiert? Nee, noch nicht, aber es ist der beste Dätscher, den ich jemals gegessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hat das mit einem Spardätscher, weil die so groß sind, hat nichts mit Sparen hier zu tun? Nee, die sind ja besonders groß und genau weil sie Spardätscher heißen. Also da sollte man nicht dran sparen. Ja. Also die Kreissparkasse ist großzügig in dem Sinne. Selbstverständlich. Oder, Herr Kirov? Sie schneiden große Stücke. Aber ich glaube auch, ihr habt hier viel Erfahrung. Ihr wart ja schon sehr, sehr oft hier auf dem Dätscher. Fest hier in Saalfeld. Wie viel Mal ist es denn, seid ihr denn da? Das kann ich nicht sagen, aber heute ist ja das 31. Mal. Gell? Und ich könnte mir vorstellen, wir sind von Anfang an da. Aber ich weiß es nicht. Gell? Wie wird es denn heute angenommen? Weiß nicht. Gut. Wie immer. Gell? Also um 1 sollte es ja losgehen. Um 12:45 war der Markt schon fast gefüllt. Also wie immer. Nee, schöne Frage. Ist es denn schwer, so ein Team zusammenzustellen oder heben die alle die Hand, wenn es ums Dätscherfest geht? Also die hier sind, haben alle gleich die Hand gehoben. Ja? Nee? Selber schon probiert? Selber schon probiert? Ganz ehrlich? Ja. Nee. Heute noch nichts. Also ihr teilt was aus, was ihr gar nicht wisst, ob es schmeckt? Weil der Andrang so groß war von Anfang an, dass wir noch nicht dazu gekommen sind, die eigenen Dätscher zu probieren. Wirklich. Na, dann werden wir mal probieren, ne? Diesen Spardätscher. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, der Spardätscher, der so gut schmecken soll, den werde ich jetzt mal hier als erstes probieren und kann Ihnen nur sagen, schmeckt sehr gut. Den Spardätscher kann man nur empfehlen von der Kreissparkasse. Aber wir schauen mal, was die anderen noch so drauf haben. Einen schönen guten Tag. Ihr esst so genussvoll diese Dätscher hier. Wo kommt ihr denn her? Aus Bad Salzungen. Extra wegen den Dätscher? Nein. Auch. Sehr schön. Wir besuchen meine Tochter. Das erste Mal hier auf dem Dätscherfest? Und ihr probiert praktisch zum ersten Mal den Dätscher? Jawohl. Wisst ihr denn, dass der so auf den Öfen früher so zubereitet worden ist? Hat man uns erzählt, ja. Ja, wir machen selbst Dätscher. Ich bin nicht so, also das ist meine Mutti und nicht mein Vati. Die stehen noch da. Ja. Ich bin noch so halt, also wir machen immer so Dätscher bei uns zu Hause. Ja, schön. Wo kommst du her? Ich komme aus Schwarzau und aus Oberlobwitz. Wie alt bist du? Ich bin 9. Und jetzt berätst du mir noch deinen Namen. Henry. Also, dann kau mal richtig rein, Henry.
Danke. Lasst es euch schmecken und schönen Dank und besucht Saalfeld bitte öfters. Machen wir. Und sagt allen euren Bekannten, Saalfeld ist eine Reise wert. So ist es der Plan. Jawohl. Schönen Tag noch. Tschüss. Auch die Zielankunft der Oldtimerfahrt Feengrotten Classic war etwas mehr als nur Furcht. Aber trotzdem konnte man so manche historische Fahrzeuge bestaunen.